Wobei, das ist nur ein ganz normaler Schildträger. Das ist nicht irgendwie was Besonderes, aber es sind echt viele Blutflecken. Vielleicht ist hier irgendwie im New Game Plus irgendwas ziemlich Garstiges hier. Weil wir haben ja einen Blick auf alle Welten. Und auch auf alle zukünftigen Welten. Also auch Welten, die schon wesentlich weiter vorangeschritten sind als wir. Und da ist wohl irgendetwas sehr Böses. So, da geht's wieder hoch. Geht's hier unten auch noch weiter? Da ist nix. Oh, hier kommen wir anscheinend in ein anderes Gebiet. Nee, 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 nicht anderes Gebiet. Wir gehen erstmal da hoch. Wir wollen Seelen und Loot. Mehr Power. Da. Dieser Ort schon wieder. Kommt mir jetzt nicht so bekannt vor aus Dark Souls 1. Aber ich habe es ja auch nur einmal durchgespielt und New Game Plus ein bisschen. Oh ne, fällt mir doch nichts ein, was so aussah. Night Helm, Night Armor, Night Gauntlets, Night Legends. Das ist ein richtig schönes Set für einen Krieger. Nur sind wir kein Krieger. Da war eine Sackgasse, okay. Jetzt können wir in das nächste Gebiet da unten. Mit 24 Seelenpfeilen. Ja, hoffentlich kommt gleich noch ein Leuchtfeuer. Wenn es überhaupt wirklich in ein neues Gebiet führt. Aber sieht halt anders. Ja, definitiv anders. Oh, du schon wieder. Ich dachte, das könnte du sein. Du hast dich nicht ein bisschen verändert, hast du? Nö, immer noch Zombie. The longer I am here, the more madness I discover. A wretched place indeed, but not without traces of its former glory. What could have caused such degradation? Zeit? Ah, yes. I have not thanked you for humoring me the other day. This is for you. Human effigy. Danke. Of course, I have no idea what it is. Das heißt, sie ist noch nie gestorben und hollow geworden? Oder sie wollte danach nie wieder menschlich werden? Wir wissen ja nicht, was unter der Maske ist. Oh, wart mal, die Maske. Wir kannten da jemanden, der trug so drei Masken, ne? Firewheel? Das da könnte die Maske des Vaters sein, oder? Keine Ahnung. Our land of Mirror is surrounded by enemies and constantly at war. There is only one way up in Mirror. Join the Order and prove yourself in battle. My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. With two things. My sword and my loyalty to my lord. I was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. And then I came here to... Ja, dann bist du wahrscheinlich irgendwann durch irgendwas gestorben und kamst hierher. Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse. So wie du? An undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. A
Assuming, of course, that the legends are true, I can only hope that they are. Oh, die Maske ist weg. Das ist sehr komisch. Sie ist noch nicht gestorben, definitiv nicht. Weil sie wusste nicht, wie man Human Effigies benutzt. Aber trotzdem sieht sie schon aus wie ein Untoter. Also sie verliert ihre menschliche Form, obwohl sie nicht stirbt und zu Leuchtfeuern zurückkehrt. Also so passiert es ja bei uns. Ihr beginnt das Spiel in menschlicher... Na, hier nicht. Ne, beide Spiele haben nicht in menschlicher Form begangen. Aber sobald wir unsere menschliche Form zurückbekommen und wir einmal sterben, werden wir sofort wieder so, wie wir jetzt sind. In dieser Zombie-Gestalt. Sie ist eventuell wirklich anders hierher gekommen als wir. Vielleicht ist sie gar nicht gestorben und so hierher gekommen. Weil wie hätte sie sonst eine menschliche Gestalt bekommen können? Sie wusste nicht, was eine Human Effigy ist. Oh, das war sarkastisch gemeint. Und sie hat schon zigtausend davon benutzt. Nee, gut, aber das ist mir vorher auch noch nicht aufgefallen, dass sie zu dieser, an dieser Stelle die Maske abnimmt. Und man ihr richtiges Gesicht sieht. I'm sorry to burden you with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. Ja, und wir haben das Gefühl, dass du genauso wie Alistair irgendwann durchdrehst und uns angreifst. I'm sorry to burden you with talk, I suppose. Okay, nichts Neues mehr. Oh, Bonfire. Sehr praktisch. Benutzen, benutzen, benutzen. Raus und gucken, was die Tech... Oh, sie ist weg. Quagmire. Punkt, Punkt, Punkt. Yeah. Immer diese Kiddies. Na komm. Nee, ich wollte nur gucken, was im Pubertärer-Text hier steht. Toggle, read message. Ja, wusste ich's doch. Also, da lang. Glaube ich. Jo. No Man's Wharf. Ein Nicht der auf mich schießen. Ein Hafen. Au. Oh, One-Hit. Das ist schon mal sehr gut. Oh, stimmt eigentlich. Wenn wir jetzt in den Wald zurückkehren würden, müssten wir auch gut abgehen, ne? Du brauchst zwei. Und ja, es ist auch der kleine Pfeil. Mit dem großen würden wir ja alles One-Hitten, denke ich. Oh, oder auch nicht. Warum hältst du jetzt mehr aus als dein axtschwingender Kollege? Du bist ein Fernkämpfer. Müsstest eigentlich schwächer sein, von wegen Vorurteilen und so. Wechsel. Kriegen wir dich? Ein bisschen weiter runter. Ein bisschen weiter links. Komm schon. Ah, ab ins Knie. Er ist tot? Ja. Swoosh. Oh. Diese doofen Schildträger, die auch so mehr aushalten. Du bist ein One-Hit, ja. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Also, dass schwertragende Gegner allgemein mehr aushalten. Eigentlich sollte es doch reichen, dass das Schild ihnen schon mehr Schutz gibt. Wozu dann nochmal mehr Lebenspunkte? Steht da. Hurra für Rowling bestimmt. So. Titanite Shard, das ist sehr gut. Davon haben wir gerade ein paar verbraucht. Hier oben war der Typ. Proud Knight. Und sonst ist hier nichts mehr. Okay. Das heißt, die ganze Ecke hier ist eine Sackgasse. Also ich habe irgendwo einen Geheimgang oder dergleichen verpasst. Also hier müssen wir nicht wieder hin zurück. Wir können immer gleich hier lang gehen. Hier war der Fernkämpfer. Das heißt, wir kommen von da hinten, vom Leuchtfeuer, gehen da die Brücke lang, gehen hier lang und das Gebiet da hinten ignorieren wir einfach.
große Seele und Life-Gem. Und wir kommen hier nicht mehr hoch, doch da. Ach. Aber bisher gefällt es mir hier ganz gut. Gegner, die nicht so allzu viel aushalten. Warum hast du gerade schon wieder keinen Schaden genommen? Irr. Wir sind jetzt gerade ölgetränkt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es kann nämlich in die Hose gehen, wenn man in die Nähe von Feuer kommt. Also eher von Explosionen, aber ja. So, Dark Resin. Throwing Knife. Dark Resin, was machst du? Dark Pine Resin. Dunkelheit auf die rechte Waffe. Das... Oh, Feuer. Das zählt jetzt aber nicht für... Hallo, Vieh? Das zählt aber nicht für unseren Zauberstab. Ey, 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 ey. Du bist garstig. Oben ist Loot. Noch mehr Loot. Eisenpfeile, Janni. Ist da was hinter? Nee. Ich würde gerne hier rauf. Nee. Da werden wir irgendwo taktisch runterspringen müssen, denke ich. Waren wir in der Hütte hier schon? Ist alles kaputtgeschlagen, also wahrscheinlich. Oh. Wer bist denn du? Genau du. Eins und zwei und weg. Das Fernrohr ist echt super praktisch. Oh. Und noch ein... Ja. Also ein kleines bisschen mehr Schaden. Also ein, zwei Punkte Int oder ein Aufstieg bei der Waffe. Und wir müssten die Großen auch one-hitten können. Ring of Life Protection. Das klingt doch super. Gucken wir kurz. Ding, 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 ding. Da. Verhindert Tod, aber bricht. Das bedeutet, dass wenn wir sterben, dass wir dann nicht hollow gehen und dass wir keine Seelen verlieren, denke ich mal. Push. Oh, Hunde. Ah, das sind die Ninja-Hunde. Also die Hunde, die bei den Ninjas waren in der Unterunterstadt. Der Untoten. Pointless? Wahrscheinlich, ja. Warte mal, hier musste irgendwo runterfallen, glaube ich. Nee, ist nochmal woanders. Hallo, du. Oh, wir haben ihn one-hitted. Das ist schick. Vielleicht, weil wir ihn von oben getroffen haben? Aber eigentlich müsste auf der Höhe da unten eine Möglichkeit bestehen, zu dem einen Loot runterzuspringen. Gucken wir uns gleich mal an. Naja, nix hinter. Da sind Gegner, Fernrohr. Miep, 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 miep. Und Feuer. Sind sogar Bogenschützen gewesen. Elende Sniper. So, oh. Okay, das war ein bisschen zu weit. Der schießt auf uns hier irgendwo. Oh, hier könnten wir schon mal einen Lockstone benutzen. Au. Ah, da ist der Loot. Sehr schön. Große Seele und kleine seidige Steinchen. Drei Stück. Und wir kommen nicht wieder zurück. Das ist ärgerlich. Hm. Oder kommen wir da hoch? Probieren wir mit Springen. Alle. Ja, doch, kommen wir. Jetzt kommen wir da nicht wieder hoch. Komm schon, ich will den ganzen Weg nochmal laufen müssen. Nee, kommen wir nicht hoch, okay. Hier wieder runter, da wieder rum. Da wieder hoch. Wir machen ganz schön Fortschritt dafür, dass es das erste Mal hier ist. Also Gegner sind gut machbar.
Loot ist okay. Kann man nicht meckern. Oh, warte mal, das Haus hat mir, glaube ich, noch zu Ende angeguckt. Oh, kommen auch gar nicht hoch. Stille voraus. Ist damit die Ecke gemeint? Geh in die Ecke und schäm dich. Oh. Feuerfall.